Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir angeliefert worden die Glossy Box Young. Das ist diese Schätzelein und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Glossy Box Young sieht genauso aus wie letzten Monat. Deswegen war ich auch ein bisschen verwirrt, als ich das Bild gesehen habe auf der Glossy Box Homepage und mir sie bestellen wollte. Aber es ist tatsächlich die neue. Ich habe eben tatsächlich schon mal kurz den Deckel hochgenommen und habe gesehen, dass da ein anderer Flyer drin ist. Die kostet 10 Euro pro Box. Die kann man sich bestellen ohne Abo, einfach so. Und erscheint alle 2 Monate, ist die kleine Schwester von der Glossy Box und halt auch eher für die jüngere Generation gemacht. Genau. Jo, ich habe 2 bestellt. Einmal die hier und einmal die, die hier noch in diesem Karton drin ist. Tada! Die in dem Karton drin ist, die wird in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau. Ja, Glossy Box Young. Die Glossy Box an sich habe ich tatsächlich gestern gedreht und heute hochgeladen, aber irgendwie sind die Tage ja sowieso ein bisschen weird hier. Heute ist der 17.12., wo ich drehe. Einfach mal, um so eine kleine Timeline hier reinzubringen. Da hatte ich auch in der Glossy Box einen Nagellack drin, den ich mir gestern Abend dann auch mal drauf gemacht habe. Ja, ich habe schon wieder ein bisschen rumgewuselt, deswegen ist er schon wieder ein bisschen ab. Und dieses Goldglitzernde darauf, das gefällt mir irre gut. Das ist so ein Überlack von Tease, den hatte ich auch schon mal in der Box mit drin. Sieht so ein bisschen aus, als hätte ich mir Blattgold auf die Finger gegeben. Ne? Ich finde es total fancy. Und das gefällt mir richtig gut. Die Farbe gefällt mir auch richtig gut. Und für das, was ich jetzt so in den letzten Stunden, wie auch immer, hier gewuselt habe, ich habe ganz viele Verlosungspakete nämlich gepackt und weggeschickt, hat der ganz gut gehalten. Normalerweise, wenn das ein nicht guter Nagellack wäre, wäre er schon abgesplittert, weil das hier ist einfach auch nur eine einzige Schicht von dem roten Nagellack. Egal. Schaut euch das Unboxing an, hier oben verlinkt. Die Glossy Box an sich war nicht so bombastisch, aber der Nagellack gefällt mir tatsächlich. So, ich mache sie auf. Ich rede hier schon wieder viel zu lange. Und halte den Deckel in der Hand. Da haben wir die ganzen vielen kleinen Logos von der Glossy Box drin. Und die Glossy Box Young kommt nicht mit einem Heftchen, sondern mit einem Flyer. Da stehen hinten die Produkte drauf abgebildet mit den Preisen. Und die sind halt eher so aus der Drogerie. Das ist nicht so irre hochpreisig, aber man hat immer eine Win-Win-Situation. Genau, das ist immer ganz gut. Und hier halte ich jetzt die No-Filter Edition in meinen Händen. Nichts geht über dein natürliches Strahlen. Zeig es der Welt und pflege dich happy. Zur Unterstützung in deiner täglichen Routine warten in deiner neuen Young Beauty Box unentbehrliche Beauty-Helfer. Diese Must-Haves. Es gibt immer so viele Must-Haves, die man überall in Boxen drin hat, ne? Das ist scharf. Sind essentiell für eine gründliche Pflege und verpassen deiner Mähne sowie deinem Teint einen echten Beauty-Boost. Also vergiss Fotofilter und setze auf deine auf den Punkt gepflegte Natürlichkeit mit einem Hauch Farbe. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossy Box Young Beauty Team. Ja, ne? Genau. Auf jeden Fall sind hier die Ladies dann, die sich tierisch darüber freuen. Gut, die kommt im gleichen Format. Teilweise sind halt auch eigentlich alte Glossy Box Designs, die dann quasi hier als Box nochmal aufgegriffen werden. Manchmal ist es so ein kleiner Restpostengedönsen, dass du quasi Sachen hier mit drin hast, die schon mal in der großen Schwester drin, in der Glossy Box schon mal drin waren. Und hier haben wir ein Seitenschleifchen, was mit einem Klebi verschlossen wird und auch Seidenschleifchen wird geöffnet. Achso. Hier kommt ein intensiver Duft raus, aber ich habe eben schon hinten drauf gesehen, was für den Duft verantwortlich ist. Und es ist klar, dass es danach riecht. Es riecht so, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So orangig, aber auch nicht wirklich. Es ist, ja, wir kommen gleich dazu. Ein komischer Duft auf jeden Fall. Etwas zitrisch-fruchtig. Ne? Genau. Dann mache ich hier den Klebi einmal auf. Na. Boah, ich habe das Seidenpapier einfach mal voll zerrissen. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Mich springt sofort eine Maske an. Und das ist von Chiara Ambra, die Bubble-Tuchmaske. Und die soll die Poren pointiv reinigen, weil die mit Bambus, Aktivkohle und Gurke ist. Scharf. Ich glaube, die werde ich mir heute Abend mal machen. Nicht schlecht, Herr Specht.
weil ich habe wirklich viele Unreinheiten, die ich 1A übergeschminkt habe heute. Ich habe keinen schönen Tag heute gehabt und deswegen habe ich mir einfach ein bisschen deckenderes Make-up aufgegeben. Und ich habe hier ganz, ganz viele Unreinheiten. Ich glaube, die Erdbeerwoche kündigt sich sowieso an, was über Weihnachten echt frech wäre. Und ja, genau. Ansonsten habe ich wirklich ein sehr unruhiges Hautbild aktuell. Da kommt das, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, die mache ich mir heute Abend wirklich einmal drauf. Und das ist halt so eine Tuchmaske. Die habe ich auch von Dalton, so eine ähnliche. Und wenn die auf der Haut drauf ist, dann fängt das an zu blubbeln und dann kriegst du halt so ein richtiges Schneemann-Gesicht, was ich für Dezember Young Beauty Box richtig geil finde, um ehrlich zu sein. Diese Tuchmaske ist mit einem Serum aus Bambus-Aktivkohlenpuder und Gurkensaft getränkt. Sobald die Tuchmaske auf die Haut aufgelegt wird, schäumt das Serum der Maske auf. Die Maske hüllt die Haut sanft in unzählige Bläschen. Die gebildeten Bläschen schäumen tief in die Poren der Haut. Ich kann mir das aber nicht vorstellen. Jetzt mal ohne Witz. Egal. Dadurch werden Verunreinigungen entfernt und abgestorbene Hautzellen gelöst. Ihre Haut fühlt sich tiefenrein erfrischt und intensiv durchfeuchtet an. Für ein gepflegtes und strahlend frisches Hautbild. Ja gut. Ne? Und das machst du dir einfach dann irgendwie ab. Nach 10 bis 15 Minuten. Genau. Genau. Einfach dann abwaschen. Und dann Lüpterlachs. Ich bin gespannt. So, als nächstes haben wir das Produkt, was Verursacher des Duftes ist, was ich schon mal aufgebraucht habe. Den Duft mag ich nicht so ultimativ gerne. Ich weiß, dass es sehr teuer ist. War, ich glaube, 2018 in einem Glossybox Adventskalender. Refibra Haircare Maschera Reparatrice Concentrata. Eine Concentrated Restoring Mask von Elgon. Das sind 100 Milliliter, die hier drin sind. Die Pflege gefällt mir gut, aber der Duft ist nicht so ganz meine Welt, auch wenn viele gesagt haben, dass sie den Duft richtig toll finden. Ich mag das irgendwie nicht so gerne. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Aber kommt auf jeden Fall zu meinen Haarmasken, weil die ja gut war. Ne? Die kann ich ja nochmal verwenden. Aber ich glaube, allein dieses Ding, 20 Euro oder was kostet. Ich gucke mal eben hier auf diese Karte. Oder hatte ich eine größere Tube davon? Das weiß ich gerade nicht aus dem Stegreif. 15,25 pro 100 Milliliter, genau. Und die 300 Milliliter haben 23 Euro gekostet. Das ist schon mal ein Batzen Geld, wenn man bedenkt, dass die Box einfach 10 Euro gekostet hat. Komme ich mit klar. Das hier hatten wir jetzt auch schon in der... Ich darf das so nicht sagen. Ich darf nicht sagen, das hatten wir schon in der großen Schwester drin. Das ist nicht cool. Das hatten wir in der Glossy Box drin von Shelms, die Luxusmaske, Golden Glamour. Ja, genau so hatten wir das schon drin. Da habe ich auch schon gesagt, du siehst nicht aus wie die Lady. Du glänzt da nicht wie, als hättest du Gold im Gesicht, sondern du siehst eher aus, als hättest du Babydurchfall im Gesicht. Ist so. Ja, aber die ist gut. Ne? Die gefällt mir mit Gold, Champagner und Perlen. Würde ich so aber ehrlich gesagt nicht in einer Glossy Box Young sehen, weil das halt eher so zur Zellaktivierung und so ist. Also wenn ich jetzt eine Tochter hätte und meiner Tochter die Glossy Box Young geholt hätte, weil ich ja schon das Glossy Box Abo habe und meiner Tochter alle 2 Monate was gönnen will, könnt ihr, ja, ihr könnt mir garantiert folgen, dann würde sie mir die wahrscheinlich zurückschenken, weil sie sagen würde, ey, Mutti, ganz ehrlich, deine Haut braucht vielleicht eine Zellerneuerung, aber meine safe nicht. Ja, so ist das. Mit Gold, Champagner und Perlen, das ist natürlich sehr luxuriös, ne? Passt aber auch irgendwo Richtung Weihnachten, so, ne, Gold und so, weil hier haben wir auch noch was Rotes, Rot und Gold, Weihnachten, läuft bei ihm. So, das ist ein Liquid Lipstick von Essence, der Stay 8 Hours Matte. Das habe ich tatsächlich gerade, also den Lip Liner habe ich auf den Lippen. Das hier ist aber ein matter Liquid Lipstick. Und matte Liquid Lipsticks, oh, da renne ich schreien vorweg, das ist die Farbe 08 I Dare You. Mag ich echt nicht gerne. Also ich habe einen roten, matten Liquid Lipstick, den ich gut finde, wo ich mich habe hinreißen lassen, wozu ich mich habe hinreißen lassen, weil der auch schon mal in der Sonderedition von der Glossy Box, glaube ich, mit drin war, von Banana Beauty nämlich. Den finde ich gut, weil der halt sehr, sehr leicht auf den Lippen ist. Nur so ein Hint of Tint, also nicht hinten, nein, der ist schon knallig, aber der trocknet mir die Lippen halt nicht so aus. So meine ich jetzt, ne? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der von Essence halt genauso ist. Und ich habe halt, wie gesagt, einen roten. Und wie lange braucht man, um so ein Ding aufzubrauchen? Das heißt, der wird nicht bei mir bleiben, nie. Das macht auch keinen Sinn, aber ja, ne? Ist okay, ist cool, dass es in der Box drin ist, weil es halt ein Weihnachtsprodukt ist, ne? Ja, ist fancy. Dann habe ich hier ein Nagelaufbauserum von Alverde. Das finde ich praktisch, weil sowas verwende ich abends immer für meine Füße. Genau. 2-in-1 Serum pflegt Nägel und Nagelhaut. Die Feuchtigkeit spendende Rezeptur mit Koffein, Brennnesselextrakt und Aloe Vera aus kontrolliert biologischem Anbau sorgt für eine intensive Pflege. Nice. 10 Milliliter, das dürfte auch eine Full-Size sein. Ich glaube, wir haben hier eigentlich fast nur Full-Sizes drin. Das ist krass, ne? Ja. Ist schön, ne? Also ich habe oft an meinen Füßen mit Nagelbettentzündungen zu kämpfen. Da ich jetzt aber wirklich seit, weiß ich nicht, einem Jahr oder so oder noch länger kontinuierlich diese Nagelseren verwende,
habe ich da nicht mehr so eine Last mit. Also da muss ich wirklich sagen, kann ich empfehlen, wenn man so wie ich, runde Nägel, ne, die halt ständig Bock haben einzuwachsen und so, macht euch so einen Kram auf die Füße, auf die Hände oder sonst irgendwo hin, wo es halt hingehört. Und dann wird auf jeden Fall die Gefahr minimiert. So, 1, 2, 3, 4 und jetzt habe ich das fünfte Produkt. Das ist von Bilou. Das ist natürlich voll so ein Young Beauty Box hier gedünsten Produkt, ne? Weil die jungen Mädchen stehen total auf Bilou, ich auch. Silver Sparkle from Bilou, cremiger Duschschaum. Das ist, glaube ich, eine Probiergröße mit 75 Millilitern, oder? Aber das sieht schon sehr cool aus. Ein Silver Sparkle, wonach riechst du? Duftet süßlich warm wie ein sanft glitzender Winterzauber. Ich liebe sowas, ne? Das ist wahrscheinlich einfach süß. Fruchtig süß. Aber kann ich mir vorstellen, als Duschschaum, ne? Und ich denke, dass sowas halt auch günstiger sein wird als die von Rituals. Und die Bilou Duschschäume finde ich eigentlich auch ganz gut. Also von daher, das kann ich auch selber gut verwenden. Doch, finde ich nett. Also da haben wir jetzt schöne Produkte in der Box drin gehabt. Ey, für 10 Euro beschwere ich mich null. Das ist eine coole Mischung. Also wir haben Haarprodukt, Körperprodukt, Nagelprodukt, Gesichtsprodukt, dekorative Kosmetik, noch ein Gesichtsprodukt. Wir haben 6 Produkte drin. Ich glaube, die Schelmsmaske ist hier auch ein Goodie, ne? Aber trotzdem haben wir hier ganz schön viele Rundumpflegeprodukte, die mich glücklich gemacht haben. Doch. Wie gesagt, in diesem Video gibt es eine Box zu gewinnen. Was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal rein. Ja, ihr Lieben, das war's. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!